gerade dabei, für euch die Einstellung zu machen. Und zwar habe ich mir überlegt, ist das so mit Licht besser? Ja, sehr schön. Und zwar habe ich mir überlegt, ihr kennt doch diese Sets hier noch aus dem Action damals. Da hatte ich ja. Oh, schluck auf. Da hatte ich ja gesagt, ich will das mal mit euch zusammen machen. So ein Armband. Ja, und ich will das mal probieren. Auch wenn das jetzt nicht so wirklich einleuchtend dargestellt ist. Und zwar habe ich. Heißen die beiden eigentlich gleich? Ich habe ja zwei Sets. Do it yourself. Ja. Also es hat jetzt nicht wirklich einen speziellen Namen. Na, ich habe einmal das ja mit den Türkisblau und einmal mit dem Bunt. Also von der Sache wurde das dasselbe. Ja, und da habe ich mir gedacht, was soll der Geiz? Ich mache es mit euch zusammen. So, und zwar werden wir das da peu à peu abarbeiten. Habe ich mir so überlegt. Das gehört ja hierzu. So, aber erstmal möchte ich euch zeigen, was in dem Set drin ist. Und zwar haben wir hier so ein, ja, das ist so ein Plastikband, sage ich jetzt mal. Was hier schon dadurch gelb geworden ist. Also das ist wirklich so ein, ja, so Plastik halt, ne? So, dann haben wir so ein stärkeres Band. Was man auch ganz toll auffädeln kann. Und dadurch, dass wir die Dinger ja eh brauchen, ja, mache ich halt so ein Watch Me Craft mit euch. So Watch Me Craft Produktvorstellungen ein. Ist auch mit bei. Dann solche Schnur. Dann haben wir so eine, also ein Band dabei. Dann haben wir hier so kleines Fesselband. Es ist so, ja, so silber. Dann haben wir diese, oh Gott, oh, die Fassen, die sind so weich, also richtig schön weich. Die fassen sich echt unglaublich toll an. Ich habe solche Dinger auch, aber manche kratzen auch, das ist unglaublich, aber die sind echt schön weich. Dann haben wir solche Perlen haben wir dabei. Und so kleine Lutscheperlen, die sind auch facettiert. So, dann haben wir dabei eine Muschel. Hat schon ein Loch. Dann haben wir hier so zwei Verbinder. Die werden so nachher verbunden miteinander. Ja, diverse. Also wir haben zwei solche Bandklemmen haben wir dabei. Wie kann ich euch das am besten zeigen? So, Bandklemmen haben wir dabei. Eine Kette haben wir dabei. Ja, diverse Quetschperlen. Ein Karabiner ist hier noch mit bei. Binderinge und solche Enden, solche Schnurenden. Wie zeige ich euch das jetzt? Ihr seht es, ne? Ja, ist auch dabei. So, das heißt, unser Set ist quasi hoffentlich vollständig. So, und jetzt würde ich sagen, arbeiten wir es ab. Ich denke mal, wir nehmen uns das Einfache zuerst und das Einfache ist das hier. Da brauchen wir quasi nur diese Zwischendinger. So, die wir denn. Ja, die muss ich abmachen. So. Weil das sah blöd aus. So. Und zwar, aber ihr dürft nicht vergessen, ihr müsst es ja an eurem Handgelenk oder an euer Handgelenk messen. Ne? Das heißt, ihr nehmt euer Handgelenk und ihr müsst es wirklich messen. Ne? Sonst.
Sonst wird das alles nichts. Weil das ist bei mir zum Beispiel zu viel. Das schneide ich ab. Oh, toll, Sani, so eine geile Vorbereitung. Aber ist ja gar nicht schlimm. Ihr kennt mich ja. So. Das heißt, da schneide ich es ab. So. Das brauche ich nicht. Vielleicht mache ich für was anderes. So, und dann. Das wird auch ein Gefummel. Wie soll denn das alles da rein? So. Wie ihr das machen sollt, steht ja hier nicht drauf. Ich sehe das hier nur. Da. Oh, entschuldigt. Ich sehe das nur hier an diesem Bild. Oh. An diesem Bild. So. Nur an dem Bild kann ich sehen, dass das Ding da rein muss. So. Das heißt, ich werde es jetzt zweckentfremden. Weil bis ich das da durch habe, Leute, ist Ostern. Im wahrsten Sinne das Wortet. Nee, das ist mir zu anstrengend. So, ich werde die jetzt hier zusammenquetschen. Und das hat seinen Sinn dann auch erfüllt. So, die kleinen Scheiße, die sind mir zu klein. So. Das machen wir jetzt. Geht ja gar nicht. Geht ja wohl. Weil ich denke mal, dass die dann halt auch miteinander verbunden werden nachher. Beziehungsweise alle Bänder. Ich glaube, es müssten insgesamt nachher 5 Stück sein oder sowas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 6 kannst du hier reinhauen. Und ich denke mal, dass wir das auch so machen werden. Dass wir die so miteinander verbinden, dass 6 Armbänder quasi in einem nachher sind. Wo kriegt man solche Teile eigentlich her? Weiß das irgendjemand? Weil sowas habe ich ja überhaupt gar nicht. Ja, aber ich werde nochmal ein Video machen, weil ich habe ja noch so viel Material, also so papiermäßiges Zeug aussortiert. Und als erstes habe ich gedacht, du willst ja den Stuhl unbedingt haben, weil das sitzt sich echt scheiße hier drauf. Und ja, aber dann habe ich mir gedacht, vielleicht hat ja jemand, weil ich habe mir eine Bestellsperre gegeben. Und ja, irgendwie, ihr seht, ich arbeite mit links, ne? Also. Ja, und da habe ich mir gedacht, vielleicht hat ja jemand von euch Bock mit mir. Also ich werde quasi so einen Tauschaufruf machen. Und ja, mal gucken, wann ich das mache und wie ich das mache. Und ja, was dann halt so zustande kommt und ja, dass ich dann quasi Papier gegen Schmuckmaterialien tausche. Ja, will ich mal schauen, dass ich das hinbekomme. Ne, weil diverse Sachen kennt man einfach gar nicht oder habe ich noch nie gesehen und ich würde da ganz gerne dann mal mit dran damit arbeiten und ja, seht ihr da eigentlich was? Das Licht ist ziemlich bescheiden, oder? So, aber ich werde hier das mal ranmachen. Ich zeige euch das. Wisst ihr was? Ich werde mal tauschen. So, jetzt habt ihr meinen alten Platz wieder und ich glaube, so geht das viel besser. So seht ihr es schöner, ne? Ja, und ich möchte euch mal zeigen, habe ich auch schon bei Instagram gepostet. Guckt mal, das war mein Gästenabendprojekt. Ich für meine Mami gemacht, weil meine Mami wird 60 und ja. Ich liebe einfach die Produkte von Stampin' Up. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Sind zwar teuer, aber
Die sind ja langlebig und was weiß ich nicht alles. Und ich finde die einfach toll. Man kann da so geile Sachen mitmachen. Ja. So, aber egal, wir wollten ja hier weitermachen. So, jetzt bin ich umgezogen und hier sind ja die ganzen Perlen ausgekippt und ach, was soll. Wie soll es auch anders sein bei mir, ne? Außer Chaoshof hier. Weil man sitzt hier auch schöner. Ich hoffe, ihr könnt jetzt mehr sehen. So, wie gesagt, den haben wir hier festgeklemmt. Wo ist mein anderer Klemmer? Da. Ja, und da habe ich mir nämlich jetzt überlegt, dass ich mache dann halt auch mehr Karten, also so auch schon auf Vorrat und so, weil nachher im Sommer sage ich euch so, wie es ist, da habe ich überhaupt gar keine Lust. Genauso wie im Winter, ich weiß auch nicht. Ich habe, glaube ich, nur im Frühling Lust, Sachen zu machen. Irgendwie habe ich, weiß ich nicht, also im Winter schon mal gar nicht. Da habe ich selten Bock, irgendwas zu basteln oder so. Und ja, also da bin ich überwiegend nur am Ausmisten, Aufräumen, sowas halt, das mache ich also im Winter. So, das ist getätigt. Das heißt, ich mache hier daran denn ein, also damit ihr mal das Prinzip hier auch versteht. Hier kommt ein Binderring ran. Und ein Binderring kommt dann auch, sagen wir, hier ran. So. Dann kommt ein Binderring an die andere Seite. Dann kommt das hier ran. Und, wartet mal. So geht das hin. So geht das hin. So. So, dann nehmt ihr euch noch einen Binderring. So. Dann nehmt ihr euch den Karabiner. Macht euch den Karabiner hier ran. So, jetzt kann ich euch auch das Prinzip zeigen, ne, wenn ihr alle dran habt. Ne, das ist ja natürlich die Voraussetzung. Dann könnt ihr euch das Armband. Moment, jetzt muss ich gucken. So. Dann könnt ihr euch das Armband mit dem Karabiner so festmachen. So, und dann habt ihr quasi euer Armband. Sieht man natürlich, wenn alle dran sind, ne? Aber so ist das erstmal das Erste. Und so wird das dann halt rangemacht. So, und das habt ihr dann nachher. Ich hoffe mal, das ist jetzt auch wirklich auf meine Länge. So, da kam ein Anruf dazwischen. Meine Herren, hier ist was los. So, was wollte ich jetzt machen? Ach so, ich wollte gucken. Ist natürlich nicht auf meine Länge, wie ihr seht. Wenn ich es hier zumache, das ist ja viel zu groß. Was habe ich denn da gemessen? Na, dann muss es halt, dann geht das halt woanders ran. Auf alle Fälle, da müsst ihr echt aufpassen mit eurer Messung. Ne, weil ihr habt ja wirklich allerhand Spiel. Ich mache das jetzt noch auf und mache dann einen anderen. Mal gucken, wie die anderen werden. Ja, auf alle Fälle ist das jetzt schon mal das Erste. Da braucht weiterhin nichts gemacht werden. So. Dann haben wir. So, den haben wir quasi jetzt fertig. Den machen wir jetzt fertig. Das heißt, da brauchen nur links und rechts die Bandklemmen ran. So, die Bandklemmen. Die werden ja direkt angesetzt. Wie soll ich das denn jetzt enger machen, weil die Bandklemmen da noch sind? Ja, ne? Mal gucken, passt mal auf, dann ist es zu eng. Will ich aber schreien, du. So, flupp. So, mal Bandklemmen ran. So, wie man Bandklemmen ran macht, das wisst ihr ja, ne? Also reinlegen, runterquetschen,
Also so auch, dass es gerade ist, ne? Dann nehmt ihr euch eure Zange. Und quetschen. Quetschen. Und quetschen. So, dann hält das Bomben fest. So. Dasselbe machen wir natürlich auch auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, ich bin mit dem Licht heute gar nicht zufrieden. So, hier quetschen wir schon mal vor. So. Und quetschen und quetschen und quetschen. So. Das heißt, das Ding ist bombenfest. Da reservieren wir uns auch gleich 2 Binderinge. Ich weiß gar nicht, ob die abgezählt sind oder nicht. Ich habe keine Ahnung von. So, eine. Machen wir gleich mit dran. Zweite. Wird weg, ist es weg. Boah, guckt euch mal den Unterschied an, Leute. Ich weiß gar nicht, passt der jetzt überhaupt noch? Ja, guckt mal, der passt ideal. Der ist dann... Ja, habe ich mich aber auch gut vermessen, ne? Dann hätte ich mal den daran machen sollen. Das heißt, den werde ich dann nochmal bearbeiten. Sonst sieht das ja ollig aus. So, der ist aber jetzt erstmal beiseite. So, was haben wir denn so Schönes? Was das hier ist, das kann ich mit meinen... Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich finde das auf dem hier vielleicht. Ist der hier, ne? Wer findet denn sowas schick? Ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Ist das aus denen hier gemacht? Ich habe keine Ahnung. Puh, ich habe keinen Plan. Was können wir denn jetzt noch Einfaches machen? Wir können das viel mit den Perlen machen. Und so wie es aussieht. Werde ich die Enden denn dafür nehmen? Und dann die Binderinge da reinmachen. Weil die haben das zwar hier ganz komisch gemacht, wie ihr seht, da. Nee, aber das ist mir zu mühsam. Das heißt, wir nehmen uns so ein Ding hier. Wir haben nämlich 3 Stück, dunkelblau, einmal weiß und einmal hellblau. Und ich denke mal, ich nehme das hellblaue. Jetzt erstmal. So. Und da werde ich denn erstmal so, sagen wir das hier. Da werden wir erstmal die Perlen verarbeiten. Und da hier alle. Ja. Die hat da Wirrwarr gemacht. So, und ich bin kein Wirrwarr-Mensch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gucke das mal aus. Bei mir hat alles... Also, ich möchte keinen Armband haben, wo ich Krise kriege. So, und ich würde sagen, dadurch, dass das... Ach doch, passt drauf. Blau. Ich muss mir das mal hinlegen. Würde ich auch grundsätzlich empfehlen. Na, also, wenn ihr sowas macht. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Wenn ihr sowas macht, legt euch hin, wie ihr das macht. Ich meine, die Perlen sind ja jetzt zwar unterschiedlich dick. Und das ist an Wirrwarr schon völlig ausreichend bei mir. Wir haben die, wir haben die, wir haben solche. Und
Wir haben so blaue. Das heißt, wir reden hier von vier verschiedenen. Brauche ich sonst noch irgendwelche Perlen? Hier die großen. Wir sind da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Hier sind auch noch welche. Hier ist dann die 20. 21, 22, 23, 24. So viel Perlen, wie ihr seht, sind das gar nicht. Also 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ich könnte gerade mal 6 Stück benutzen für das Armband. So, also müssen wir hier auch wieder einen Plan B raussuchen. Ich bin hier gerade nämlich am Gucken. Ja, das hier wird ein Armband. Und das werde ich auch als ein Armband machen. Das heißt, ich werde da wirklich abmessen, werde an dem hier das Teil hier ran machen, zuquetschen. Also das Teil hier reinlegen, zuquetschen. Und dann werde ich das benutzen. So. Und damit die Kugel dann auch nicht weiter herausfällt, werde ich eine Seite schon mal machen. Das heißt, für diejenigen, die da nicht zurechtkommen. Ihr habt ja dieses Pfännchen, diese Pfanne. Könnt auch gerne vorspulen. Oh, hier schon die ersten Rasenmäher. So. Ne, ihr habt die Pfanne, so ist das drinne. So, nehmt ihr euch eure Zange. Quetscht die erste Seite runter. Das heißt, die erste Seite ist gequetscht. Ihr macht euch das ja. Ich meine, die Quali ist jetzt auch nicht. Das Ding hat, glaube ich, auch nicht 50 Cent gekostet, vielleicht oder so. So, dann nehmt ihr euch die andere Seite. Und quetscht euch die runter. So, dann habt ihr das Ding zu. Und dann kann euch eure Perle auch nicht abhauen. So, und dann überlegt ihr euch ein Muster. So, ich werde mal gucken, wie viel ich brauche für mein Handgelenk. Kann man sich erst abschneiden. So. Ne, überlegt ihr euch Muster, wie ihr das gerne hättet. Ich muss sagen, ich hätte ganz gerne noch solche Zwischenspacer dazwischen. Ne, könnt ihr ja variieren, wie ihr wollt. Ich habe hier noch so kleine, schöne, bunte. Wollen wir da was Buntes reinballern? Ja. Wollen wir Uni bleiben? Noch auch schöner, ne? Sind 30 Stück. Das ist übrigens die Nummer von Dorin Beats, habe ich die. So, mal gucken, wie weit wir damit kommen. Space dazwischen. Oh, guck mal, das sieht doch gut aus. So, dann machen wir blau, blau. Machen wir
Ja, es ist jetzt echt langweilig für euch, ne? Eins, zwei. Drei. Vier. Fünf. Fünf. Dann eine große. Ist das überhaupt so eine? Ist blau, ne? Drei. Vier. Fünf. Dann die große. Dann so ein Spacer. Dann wieder so einer. So, dann haben wir die weißen. Die müssen nicht weiß. Eins. Zwei. Ja, schade, dass da keine Charms mit bei sind. Drei. Finde ich. Hat mich ja auch gefreut. Vier. Und fünf, dann eine große weiße, ein Spacer, eine große weiße. So, jetzt haben wir blau. Weiß, dann haben wir ungefähr fast die Hälfte. Machen wir die Muschel ran. Was haltet ihr davon? Wenn das gehen sollte? Hm. Nee, die geht da irgendwie nicht. Müssen wir. Ein bisschen größer machen. So. So, die Muschel. So. Und nee. Nee, wir machen das anders. Ich probiere mal ganz kurz was. Oh, Leute, ich sag euch, ich habe das jetzt soweit fertig gemacht. Also wie man auffädelt, das wisst ihr ja nun selber. Aber ich musste so viel abschneiden, weil das ist echt furchtbares Band, ganz im Ernst. Weiß ich nicht. Ist ja gar nicht meins, ne? Also das, was ich so benutze. Und das ist dann noch. Oh, das ist dann noch kürzer. Ja, obwohl. Nee. Geht. Ne, das ist genauso lang. Na, ja, aber Leute, ich sag euch, das war ein Krampfer. Das war richtig Krampfer. Aber ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Bloß wie gesagt, so ist es in der Höhle oder so ist es. Und das ist mir einfach zu wuselig, ganz ehrlich. Also ich stehe da eher so auf einheitlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist eher meine Welt. So, das haben wir das dritte fertig. Und ich musste. Ich weiß nicht, wann ich angefangen habe, aber ich musste
Oh, das ging leider nicht mit euch. So, dann haben wir... Ah, das ist ja wieder mit so einem blöden Faden, ne? Und... Ah, wo zwei Fäden in einer Klammer stecken quasi. Habe ich davon sowas noch? Das heißt, ich habe hier noch einen, so ein Teil. Und ich habe hier irgendwie noch so ein Teil. Ja. Zwei habe ich noch. So. Und ich glaube, ich werde das so umwandeln. Das kann ja jeder machen, wie er möchte. Dass ich die... Wie haben die das denn hier gemacht? Die haben eins aufgefädelt. Dann denke ich mal mit Knoten gearbeitet. Seht ihr das hier? Ich denke mal, hier ist auch ein Knoten. Knoten, Perle, Knoten, Perle, Knoten, Perle. Das sollte ja zu machen sein. Und am Ende halt dieses Teil. Das heißt, die haben sich ein Stück Band genommen, haben diese Dinger hier reingesetzt, um einen Anfang zu kriegen. Ich brauche unbedingt neue Zangen. Ne? Also ich habe mein Geburtstagsgeschenk ja jetzt schon bei Stampin' Up gelassen. Ja, mal gucken. Wenn ich mir eine neue Zangen kaufe. Ja, momentan ist echt schwierig, ne? So mit den ganzen Kosten und so. Ja, ich hoffe ja, dass der Markt bald anfängt, dass immer wieder was reinkommt. Man arbeitet zwar, aber... So. Schon noch ein bisschen zusammen. So. Ne, macht mal die Probe. Festhalten und ziehen. Dann wisst ihr ganz genau, dass es hängt. So. Da haben wir das Ende fertig. Ich mache jetzt so ein sporadisches. Aber die Bänder sind echt schlimm. Was ich hier weggeschnibbelt habe, ey. Unglaublich. So. Was haben die denn gezeigt? So, das haben wir. Also wir fangen jetzt hier quasi an. Dann haben wir Perle, Knoten. Ob ich das auch in Weiß mache? Ja, ne? Passt am besten. Wie viel Weiß habe ich denn noch? Ha! Läuft, ne? Eine einzige Weiße habe ich noch. Obwohl ich auch nur zwei Weiße hier verbraucht habe. Habe ich noch eins, waren drei weiße Perlen hier drin. Also, das heißt, wir brauchen Plan B. Und der ist dann, wie viel brauche ich denn da? 1, 2, 3, 4, 5. 1. Ne, weiße brauchen wir gar nicht nehmen. Naja, vielleicht für die Mitte. Vielleicht machen wir das so. So, außen, so, so und die Mitte. Ist okay, ne? Machen wir dazu. Das heißt, wir fangen jetzt hier mit an. Einen Knoten. Ich habe jetzt auch das richtige Band benutzt. Hier ist ja kein blaues. Ich würde ja mal interessieren, wofür wir die nachher brauchen. Merkwürdig, oder? Naja. So ganz gleichmäßig braucht das ja auch nicht sein. So, Knoten. Nochmal blau. Knoten. Oh, das ist ein bisschen weit. Also zu weit. Weiß. Knoten.
Ja, ich rede und rede und rede. Und ja, was soll ich sagen? Da war mein Akku alle. So, ihr seid jetzt geladen oder am Laden. Hier kommt auch wieder ein Bindering ran. Also ich habe jetzt nichts wirklich, ne? Wie ihr seht, habe ich hier nur das Ding daran gemacht. So. Mache ich auch einzeln dran. Die haben das da zusammen gemacht, aber ach, ich will das einzeln haben. So, das ist dann mein viertes Kettchen. Ich hoffe, das kommt nachher auch mit der Länge hin. Weil das ist ja dann immer das Problem, ne? So sieht das dann erstmal aus. So wird es dann halt am Arm aussehen. Nur halt mit dem Unterschied, dass es so aussehen wird. So, na. Vorführeffekt. So. Vielleicht tausche ich die Bänder hier auch nochmal aus. Aber so wird es dann halt erstmal aussehen. So. Ja, lassen wir uns noch was einfallen, ne? Damit das nicht schon langweilig ist. Also da wird noch mal getauscht. Das heißt, dass da Perlen noch mal dazwischen sind. Aber wir schauen. Wir haben ja hier noch unser Gliederdings hier. Und wie hast du denn gemacht? Und ja, für sowas habe ich leider nicht mehr genug Perlen. Waren auch nicht dabei. Außer halt diese kleinen. Aber von den großen habe ich jetzt nur noch die hier. Die. Auch noch eine. So, die habe ich jetzt noch. Das hatte ich gezählt. Eins, also 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Also für das Armband jetzt hier, ne? 20 Stück. 2, 4, 6. Ich habe 11. Das ist doch schon Mist. So, das heißt, wir müssen uns da was anderes einfallen lassen. So, wir nehmen jetzt erstmal das hier. Hauen uns einen Bindering ran. Und ja, und ich würde ganz gerne, welche kombinieren wir? Wollen wir die beiden kombinieren? Was haben wir denn jetzt da alles schon? Moment. So, das ist das, was wir schon haben. So, wenn wir das jetzt nehmen, was dunkelgrünes, was helles, ne? So, und wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, ist das das hier. So. Das heißt, wir gehen einmal oben und einmal unten lang. Es ist aber auch ein weiches Ding. So. Der Mülleimer ist auch wieder voll. Müssen wir da anfangen? Da ist der Anfang. So. Und da würde ich sagen, ich weiß ja nicht, wie viel man dafür braucht, ne? Das ist einfach. Ja, durch jede durch, würde ich sagen, ne? Oder durch jeden zweiten. Oder durch jede? Ich probiere mal durch jede. Durch jedes Glied. Dafür sind diese großen ja richtig geil, ne? Das bietet sich ja an. Kann man dann nicht gleich mehrere Farben auf einmal nehmen?
Ja, man muss das hier alles wirklich versuchen, ne? Das war kein Anfang. Da ist ein Anfang. Nummer 2. Ist das da eigentlich auch so? Warte mal, da. Gucke mal. Da sind sie mit allen Farben. Die haben das oben zusammenge. Ja, wir versuchen das mal. Wir machen mal alle Farben. Wir haben ja nur 5 Stück. Vielleicht ist da ja irgendwie mal was dabei, wo man sagt, geil, das hat Spaß gemacht. Das probiert man jetzt auch mit den Materialien, was man zu Hause quasi hat. Ja, bestimmt auch mal ganz cool, oder? Weil früher habe ich auch so Freundschaftsbänder aus diesen Sachen gemacht. Das war auch eine geile Zeit. So, und ich glaube daraus, wenn noch was übrig bleibt, mache ich mir darauf noch ein Freundschaftsarmband. Mal gucken. Vielleicht kriegt das meine Nadinchen. Oh, meine Dani. Mal gucken. Aber vielleicht auch die liebe Jutta. Jutta hat ja auch ganz viel schon. Darf ich ja auch, wenn nicht vergessen. So. Das heißt, ich habe jetzt. Hau die alle durch meine erste Schlaufe. So. Und ja, was machen wir? Ein Knötchen. Damit auch nichts weglaufen kann. Ja, ich glaube, ich mache meine Lignette. Oder ich mache ein paar mehr. Dann haben. Wie ist das denn da eigentlich auf dem Bild drauf? Oder haben sie eine lange Schlaufe gelassen? Und alle, die, mit denen ich so zu tun habe, hoch. Ob das jetzt nur Tauschpakete sind oder was heißt hier Tauschpakete? Ja, da bin ich ja gerade bei. Ich habe ewig kein Tauschpaket mehr gemacht. Aber auch nur, und zwar, da habe ich ja, das ist liebe Melanie, habe ich da geschrieben. Wegen Tauschpaket. Ihr Kanal ist übrigens, fand ich ja ganz interessant, Miss 100 Morgenwald. Ne, also wenn ihr da mal Bock drauf habt oder so, könnt ihr gerne mal auf ihren Kanal stöbern. Und ja, Miss 100 Morgenwald, ne? Also ich liebe den Puja, also das ist ja. Was ist denn das hier? Nervt mich ja gerade. Ja, und da sind wir ja gerade dabei, wegen Tausch zu gucken. So, und ich hatte ihr denn, also sie hatte mich ja gefragt, was ich denn so gerne mag und so. Ne? Und naja, aber momentan, wie ihr seht, Leute, oder wie ihr auch in den letzten Videos immer gesehen habt, hat er irgendwie was mit Anhängern, mit Schmuck und was weiß ich nicht alles zu tun. Also, jetzt hat er verspielt. So, und jetzt wird hier eingefädelt. Und ne, also was anderes mache ich ja nicht. So, und wenn ich was mit Schmuck mache, Leute, dann ist es ganz ehrlich, ne, weil ich stehe auch dazu, dann sind es die Sachen von Stampin' Up. Ne, die sind zwar übelst teuer und es gibt ja mit Sicherheit auch, ich finde auch Lawn Fawn ganz toll, ich finde auch Mama Elephant ganz toll und na, also so ist es nicht, um Gottes Willen, versteht mich da nicht falsch. Aber ich wollte damit sagen, dass ich so bestimmte Sachen habe, mit denen ich denn da arbeite. Ne? So. Dann werden wir uns mal was abschneiden hiervon. Um da durchzufädeln. Was mögt ihr meinen? Doppelte Länge. So, na, sicher, sicher. So. Schnibbli schnapp. So. Und jetzt werden wir hier halt, da sind wir schon durch. Und jetzt werden wir halt in jedes Glied mal rein. Natürlich haben wir eins vergessen. Es ist ja. Ich gucke gar nicht in die Kamera, ob ihr überhaupt seht, was ich hier
was ich hier verpraktiziere. Also ich habe einen Knoten reingemacht und ja, so, wo war ich stehen geblieben? Ach so, wegen Tauschen, ne? Ich würde gerne tauschen. Ich würde auch viel tauschen. Bloß wenn ich was mache, habe ich wirklich Angst, dass es dann Sachen sind, die ich entweder dann weiter vertauschen würde. Ne? An, keine Ahnung, an wen. Na, aber dann habe ich ja nichts davon. Und deswegen ist Tauschen für mich in dem Sinne einfach Quatsch. Eigentlich. Ne? Es sei denn, da ist jetzt jemand da, ne, der sagt, ich habe noch so viel, weil es gibt so viel auch viel im Schmuckbereich, was ich noch gar nicht ausprobiert habe und gerne mal machen würde. Und ja, von der Warte. Ja, ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Das ist auch ein Gefrubbel hier. Ob ich das jetzt so rumwickel? Ja, ne? Immer noch immer von vorne. Dann wird das geil. Ne, weil wenn das wird, dann wird es ja, ich sag mal, dann wird es ja auch Spaß machen. Ne, dann wüsste ich, oder sind Sachen mit bei, die habe ich noch gar nicht, oder da würde ich mich gerne mal ausprobieren, oder ne, beim Papier oder sonst irgendwas habe ich momentan wirklich kaum. Kaum bis gar nicht. Ne? Ja. Deswegen. Ja, um nochmal auf dieses Tauschthema zu kommen. Ne? Wie gesagt, die liebe Melanie hatte mich darauf angesprochen. Und, ne? Und das soll auch gar nicht bekloppt klingen oder sonst irgendwie, sondern einfach nur, dass ihr versteht, weil irgendwann seid ihr so weit, das wird euch auch so gehen. Ne? Wenn es nicht schon so ist. Ihr werdet da ein Thema haben. Ne? Und es hat ja keiner gesagt, dass ich nichts mit Papier mache oder so. Ne? Sondern ich habe da bestimmte Produkte, mit denen ich ganz gerne arbeite. Ne? Das tue ich aber anderen nicht an oder so, weil die ziemlich teuer sind. Und ne, das möchte ja auch kein Mensch. Oder das ist, sowas vertauscht man ja nicht. So, ihr Lieben, ich mache das kurz fertig und dann zeige ich euch das. So, ich habe das jetzt durchgefädelt, so wie das für mich am idealsten ist. Die anderen Glieder brauche ich nicht. So, das heißt, da habe ich einen Knoten drinne. Da kommt der kommt der, die das Bindering hier oben ran, kommt der schon mal hier ran. So. So machen. So. Haben wir den auch schon mal dran. So, und dann müssen wir gucken nachher, was denn halt, welche Länge uns dann halt so anmacht, ne? Dass es dann auch passt. So, das haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt fehlt noch der 6. So, da war der Speicher voll. Ich weiß gar nicht, was ich euch zum Schluss gezeigt habe. Ich glaube, das hier, ne? So sieht das momentan aus. So, jetzt haben wir denn jetzt noch so Schönes zu machen. Ich habe jetzt noch ein paar Perlen übrig. Hier haben wir zwei Perlen drunter. Und die müssen da irgendwie durch. Seht ihr das? Aber bis ich das drauf habe. Das reicht für ein Video nicht. Was machen wir denn jetzt noch in der Zeit? Was haben wir denn jetzt noch alles übrig? Noch so viel übrig, auch an Bändern zum Beispiel und so weiter. Ich meine, das finde ich ja immer ganz gut, ne? Dass wir noch so viel Bänder übrig haben.
Stelle. So. Das heißt, ein Armband müssen wir irgendwie noch hinkriegen. So, das ist Müll. So, was haben wir denn noch so Schönes? Was haben wir? Kettenarmband. Müssen wir irgendwas noch mit Band machen, ne? Schade, dass wir von dem hier nicht noch was haben. Was hätten wir denn daran machen können? Da war dann schon easy peasy, ne? Aber nö. Wir haben jetzt hier noch ja ein bisschen was liegen. Was machen wir denn da draus? Sollen wir mal sowas benutzen? Was auch immer das sein mag. Soll man da mehrere Bänder auf einmal nehmen oder ist das ein langes Band? Nee, tatsächlich ein langes Band. Und wenn wir... Achso, guck mal, das ist hier eingedreht, um das zu machen. Was glaubt ihr denn, wie viel man machen kann? Und wenn man das doppelt nehmen? Wenn man das dann noch durchbekommt? Ich versuche das mal. Jetzt hat man eigentlich keine Nadel. Das ist doch auch echt nervig, oder? Also mit so einem kleinen Scheiß. Also es würde was werden, guck mal. Wenn das daneben? Was haben wir denn hier noch? Wir haben diese Dinger hier noch. Und wenn ich diese rausnehme oder an den Enden so einmache und dann nur diese benutze, sind auch schön. Also was Bling-Bling-mäßiges haben wir ja noch gar nicht. Nehmen wir die jetzt hier. Dass die dann auch mal weg sind. Guckt mal, das sieht doch schön aus. Boah. Ja, aber wie gesagt, dieses Video muss ich leider schneiden. Weil so viele dazwischen oder dazwischen kamen. Und ihr euch ja nicht 1000 Stunden angucken wollt, wie ich mich hier versappel oder wie ich mich hier anstelle wie der erste Mensch. Guckt mal, das sieht doch auch schön aus, oder? Wenn wir dann so eins noch machen mit diesen... Das Licht wird auch langsam bescheiden. Vertäuscht das. Wenn wir nur sowas machen? Ja, ne? Ich glaube, das passt dann ganz gut dazu. Fische ich mir jetzt alle die hier raus und hoffe, wie viel habe ich denn jetzt schon drauf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wie viel habe ich denn jetzt noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Haben wir noch übrig. 8. Dann haben wir hier auch 8. 5. So, das sind die 8. Und der eine blaue. So. Machen wir 6 und 6. Machen wir 1, 1. Einer ist übrig. Und dann machen wir die so fertig, dass ich dann noch mit Spacer arbeite. Was haben wir denn jetzt hier? 8. Mach jetzt einen Spacer. 1, 2, 3 und 6. Nehmen wir einen raus. Einen Spacer rein. Ich hoffe, das klappt auch.
Sind aber auch nicht mehr so kleine Salzer hier. So. Ja, Spacer. Und dann mache ich die anderen 8. Dann kommt wieder ein Spacer. Dann kommt wieder 8. Dann mache ich wieder ein Spacer. Dann müsste das, glaube ich, auch hinhauen. Ja, ich mache das mal eben fertig. So. Mein Armband ist fertig. Weil weiter möchte ich das nicht haben. Ich finde das auch ganz cool, dass einige so groß sind und einige ganz klein sind. So, hier ist mein Karabiner schon dran. Und wie ihr seht, wenn ich es zumache, es sitzt locker. Also es sitzt alles locker. Und ja, so ist das dann nachher dran. Na, also wenn ich den Karabiner, bloß ich bin zu blöd dafür. Oh, was ist das? Da ist ein Bindering abgegangen. Warum machst du sowas? Ja, die Quali von den Armbändern ist natürlich nicht die astreinste, ne? Deswegen passe ich auch schon auf, wenn ich so eigene Armbänder mache, dass die Qualität natürlich viel, viel besser ist, ne? Also, dass da nichts aufgeht. Ne? Weil die Dinger, die Binderinge, die kannst du. Brauchst du gar keine Zange für. Ich zeig euch mal. Da brauchst du keine Zange für. Die kriegst du auch so geöffnet. Und das ist natürlich bei meinen, die ich jetzt hier so benutze, natürlich nicht der Fall. Ne? Natürlich ist da eine Perle runtergefallen. Ja. Aber ich finde das auch ganz cool mit, dass die Fransen denn so. Dass ich das abgemacht habe. Und ja, so sieht das Armband fertig aus. Ne, da könnt ihr euch natürlich aufteilen, wie ihr das möchtet. Ne? Das ist jetzt einfach nur, dass ich euch das mal zeige. Und das muss auch nicht zwingend dieses Set sein, was im Action gab. Ne? Das könnt ihr natürlich so mit allen Perlen und sowas alles machen. Ne? Selbst wenn ihr grobgliedige Ketten habt. Das ist jetzt übrig geblieben von mir. Nur mal gucken, was ich damit noch reiße, definitiv noch irgendwas, vielleicht als Schlüsselanhänger oder so. Muss ich mal gucken. Und ja, die kleinen Scheißer werde ich natürlich auch, die Spacer, die werde ich natürlich wieder in die Tüte packen. Und ja, das, ne, und auch die hier, will ich Freundschaftsarmbänder draus machen. Ne, und dann mal gucken, dass ich dann, wenn ich mal eine Post verschicke oder sowas, dass ich denn da mal so ein Freundschaftsarmband mit reinlege. Ja, ihr Lieben, das war's von meiner Seite aus. Hier ist noch ein bisschen Müll. Das habe ich gar nicht benutzt, weil ich habe keinen Plan, wie ich das verwenden sollte. Ich weiß gar nicht, ob hier irgendwie was auf dem Bild drauf ist. Nee. Oder ist das zum Rumwickeln? Ja, ne, das zum Rumwickeln. Achso, deswegen auch das Zeug hier. Beziehungsweise das hier. Das ist einfach nur zum ganz viel mal rumwickeln. Okay. Dann habe ich ja keine Lust drauf. Überhaupt nicht. Ja, eins habe ich noch. Und gucken, wann ich dazu Lust habe. Ansonsten, ja, aber ganz im Ernst. Wisst ihr eigentlich durch Zufall vielleicht, wo ich sowas herkriege? Das ist, finde ich, ganz cool eigentlich. Ja, das könnt ihr mir mal schreiben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Weil ich habe ja nicht mal eine Bezeichnung dafür. Ja, und ich glaube, dass die werde ich auseinanderfruppeln. Die Perlen dann halt dementsprechend auch. Die werde ich dann halt einzeln benutzen. Und ja, und darauf werde ich auch Bänder machen oder so. Mal gucken. Ja, ihr Lieben, das war's an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war nicht zu langatmig, weil ich versuche ja dann immer schon, das so hinzu, dass es euch nicht zu langweilig wird. Und ja, dass ihr sagt, die Sets hier vom Action sind doch ganz brauchbar. Und wenn es einfach nur als Inspiration ist, oder? Ja, bin ich der Meinung. Ja, wünsche euch, heute ist Freitag, wünsche euch natürlich ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!